Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Nachdem wir uns vor zwei Folgen ja der klassischen Yu-Gi-Oh! Serie zugewandt haben, geht es heute komplett um Yu-Gi-Oh! 5Ds, ein Was-wäre-wenn-Szenario, das einen Story-Arc Widersacher unseres 5Ds-Protagonisten Yusei Fudo gegen jemanden setzt, der, wären die Dinge ein ganz kleines bisschen anders gelaufen, durchaus Yuseis Platz hätte einnehmen können. Heute heißt es Direktor Armstrong gegen Callan Kessler. Heute heißt es Lade den Batteriemann auf gegen Für alle ewig Infernal. Das total bescheuerter Name ist, aber na gut. Und jetzt ist es Zeit für ein Duell. Und einmal mehr darf ich das Duell beginnen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man mit einem Batteriemann-Deck umgeht. Da muss ich jetzt erstmal gucken, was wir hier überhaupt für Karten haben. Transportabler Batteriepack. Wähle zwei Batteriemann-Monster in deinem Friedhof und beschwöre sie als Spezialbeschwörung in Angriffsposition. Wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Monster. Wenn diese beiden Monster vom Spielfeld entfernt worden sind, zerstöre diese Karte. Batteriemann-Mikrozelle. Flip. Beschwöre ein Batteriemann-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck, außer Batteriemann-Mikrozelle. Nachdem diese Karte aufgedeckt wurde, wenn sie durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Batteriemann-Industrielle Kraft. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer indem du zwei Batteriemann-Monster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernst. Einmal pro Spielzug kannst du ein Monster vom Typ Donner in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um ein Monster und eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld zu zerstören. Da muss ich aber aufpassen. Ja, weil ich muss ein Monster und eine Zauber- oder Fallenkarte zerstören. Und wenn mein Gegner keine Monster oder keine Zauber- oder Fallenkarten hat, werde ich höchstwahrscheinlich eine von meinen Karten zerstören müssen, weil ein Monster habe ich immer. Nämlich den Batteriemann Industrielle Kraft, wenn ich diesen Effekt benutze. Seelenlast. Wähle eine beliebige Anzahl Monster in deinem Friedhof. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, verlierst du 1000 Lebenspunkte für jedes durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworene Monster. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte aktivierst, keine Battlephase durchführen. Du kannst nur eine Seelenlast pro Spielzug aktivieren. Sonst, wenn man zum Beispiel zwei Seelenlasten aktivieren könnte, wäre das auch total bescheuert. Nee. Ich habe gerade versucht, eine Argumentation zu finden, warum man das nur einmal pro Spielzug aktivieren kann. Ich wollte sagen, ja, wegen der Kosten, weil wenn du in einem Spielzug beide Karten aktivierst und quasi zweimal im gleichen Spielzug nicht angreifen kannst, ist das ja kein Kosten mehr. Aber du musst ja die Lebenspunkte trotzdem bezahlen, ob du das jetzt mit einer oder mit zwei Karten machst. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal, nicht weiter darüber nachdenken. Erstmal ein paar Karten ausspielen und dann kann Kessler erstmal loslegen. Und bei ihm habe ich ein ganz mieses Gefühl, was seine Karten angeht. Flip! So, ein Batteriemann bitte. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was genau für Batteriemänner wir eigentlich haben. Batteriemann 9 Volt Block. Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Batteriemann-Monster von deinem Deck hinzufügen und falls du dies tust, werden die Angriffs- und Verteidigungspunkte dieser Karte zum Doppelten ihrer Grundangriffs- und Verteidigungspunkte. Du kannst diesen Effekt vom Batteriemann 9 Volt Block nur einmal pro Spielzug verwenden. Während deiner Endphase zerstöre diese Karte. Batteriemann dreifach A.
Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen oder aufgedeckt wird, kannst du einen Batteriemann 3xA als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören. Neuen Block kennen wir schon. Batteriemann D. Solange diese Karte offen auf deiner Spielfeldseite liegt, kann dein Gegner kein Monster vom Typ Donner als Angriffsziel bestimmen, außer Batteriemann D. Na toll. Natürlich möchte ich den Effekt aktivieren. Batteriemann Ladegerät. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du ein Batteriemann-Monster außer Batteriemann Ladegerät als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Diese Karte erhält 300 Angriffs- und Verteidigungspunkte für jedes Monster vom Typ Donner, das du kontrollierst. Das wäre zum Beispiel noch eine Möglichkeit. Batteriemann Brennstoffzelle. Falls du zwei oder mehr offene Batteriemann-Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Einmal pro Spielzug kannst du ein Batteriemann-Monster als Tribut anbieten, außer dieser Karte, um eine Karte zu wählen, die dein Gegner kontrolliert und sie auf die Hand ihres Besitzers zurückzugeben. Ein Batteriemann als Tribut. Ich nehme Batteriemann Ladegerät auf die Hand. Dann kann ich nämlich potenziell in der nächsten Runde 3 starke Batteriemänner ausspielen. Gucken wir doch einfach mal, inwiefern Kessler uns da irgendwas dagegen halten kann. Stygianische Straßenpatrouille. Falls diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Stufe des zerstörten Monsters im Friedhof mal 100 zu. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Beschwöre ein Monster vom Typ Unterwelt, damit 2000 oder weniger Angriffspunkten als Spezialbeschwörung von deiner Hand. So, was wir jetzt machen als allererstes. Beschwöre ich Batteriemann Ladegerät als Tributbeschwörung, indem ich Batteriemann 9 Volt Block opfere, der zwar mehr Angriffspunkte hat, aber in meiner Endphase zerstört werden würde. Das aktiviert den Effekt und ermöglicht es mir, ein Batteriemann-Monster als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder von meinem Deck zu beschwören. Und da wähle ich jetzt Batteriemann Brennstoffzelle. Ebenfalls in den Angriffsmodus. Das nächste, was jetzt passiert. Ist, ich schicke Batteriemann Mikrozelle und Batteriemann 9 Volt Block von meinem Friedhof in die Verbannung. Und beschwöre Batteriemann industrielle Kraft. Ebenfalls in den Angriffsmodus. Ich habe jetzt hier 3 ziemlich gute Monster liegen. Einmal pro Runde kannst du einen Batteriemann-Monster als Tribut anbieten, außer dieser Karte. Ja, ich weiß nicht, was er da liegen hat. Das ist die Sache. Die Fallenkarte meine ich. Hätte uns potenziell ja auch reinreißen können. Aber ich kann meine Angriffe wohl komplett ausführen und habe dieses Duell bereits gewonnen. Krass. Also das ging ja jetzt echt Schlag auf Schlag. Da war ich selber überrascht davon, dass das tatsächlich jetzt schon gereicht hat, um seine Lebenspunkte auszulöschen. Ich dachte, er hätte noch ein paar über und ich müsste tatsächlich nochmal irgendwie eine Runde überstehen, aber nein. Und das Geile ist, diese Beschwörungskombo, die ich da gestartet habe, ja, in der letzten Runde ja schon, ja, mit dem Flip-Effekt meines Monsters
diese 9-Volt-Batterie beschworen, damit dann eine Tributbeschwörung für das Ladegerät, was dafür gesorgt hat, dass ich dann die Brennstoffzelle als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören konnte, hatte damit ja dann durch das zerstörte Monster und durch das für die Tributbeschwörung verwendete Monster zwei Batteriemänner in meinem Friedhof, konnte dadurch das nächste Monster die industrielle Kraft spezial beschwören, und weil ich mehr als zwei Batteriemänner auf dem Spielfeld hatte, konnte ich dann gleich noch eine Brennstoffstelle spezial beschwören, und alle diese Monster, die haben dann gleichzeitig auch noch das Ladegerät aufgepowert. Das war eine Hammer-Kombo eben, das hat mir richtig gut gefallen. Gut, mit einer Mirror Force oder einem Torrential Tribute oder was auch immer hätte Cashler mir natürlich richtig schön den Tag versauen können, aber ich habe keine Ahnung, was er da liegen hatte, auf jeden Fall nicht das Passende, um mich aufzuhalten und mich davon abzuhalten, diesen Kampf zu gewinnen. Ja? Endet die Woche wenigstens mit einem Hoch, finde ich persönlich jetzt sehr schön. Das war nämlich Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann.